Ja, hallo zu einem Webcast über Excel. Und zwar muss ich vor kurzem für uns in der Firma Heco eine Auswertung machen bezüglich Downloads. Und seit kurzem bin ich auch selbstständig und auch da traten mehrfach Leute an mich heran, die wollten im Prinzip kleine Programme geschrieben bekommen, die für sie Auswertungen machen und ja, Daten ein bisschen umwandeln. Und habe da auch festgestellt, eigentlich, dass man da gar nicht programmieren muss, sondern wenn man sich ein bisschen mit Excel auskennt, geht das Ganze relativ einfach und schnell und ist dann am Schluss eben auch von einem normalen Anwender anzupassen. So, und ich habe gedacht, das war eigentlich ein ganz gutes Beispiel, was ich da hatte, um mal zu zeigen, was man eigentlich alles mit Excel machen kann. Ich habe hier die Daten, und zwar steht hier immer das Datum. Ich habe jetzt einfach hier mal Pseudowerte eingetragen, das ist der 31.12. Weiter unten kommt dann noch der November. Schauen wir mal kurz runter. Hier haben wir also noch November. Und hier haben wir zwei Spalten. Das eine sind Klicks insgesamt und das andere sind eindeutige Klicks. Das bedeutet im Prinzip, wenn ein Besucher mehrfach darauf geklickt hat, wird es nur einmal gezählt. Ja? Und hier wird halt von jedem Besucher alle Klicks gezählt. So, und hier habe ich im Prinzip jetzt so einen Datenwulst, wenn man so will. Das haben relativ viele, immer so in einer Zeile, und dann brauchen sie nur einen Teil davon, um den auswerten zu können. Ja. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist im Prinzip mal diese Zahl hier in diesen Klammern rauszukriegen, separat, in eine separate Spalte zu überführen. Und wie man sieht, diese Zahl in dieser Klammer, die ist unterschiedlich lang, einmal zweistellig, vierstellig, es gibt auch dreistellige Nummern. Und zwar handelt es sich bei der Nummer um unsere Artikelgruppennummer. Ja. So, und jetzt war das erste Problem, ich muss erstmal diese Artikelgruppennummer rauskriegen. Und das will ich jetzt ganz kurz zeigen, wie das eigentlich relativ einfach geht. Wenn man es nicht weiß, am besten einfach mal kurz bei Google eingeben, wie finde ich mit Excel Zeichen oder so, dann bekommt man da auch schon oft die richtige Formel vorgeblendet. Ich weiß jetzt, dass die finden heißt. Und wenn man nicht weiß, wie man die bedienen muss, es gibt eigentlich hier eine Hilfe für diese Funktion, also indem ich hier vorne auf dieses F von X klicke. Ich mache gerade nochmal, ist gleich. Und wenn ich jetzt hier auf dieses F von X klicke, dann kommen hier auch schon die ganzen Formeln, die ich brauche. Und ich möchte jetzt mal kurz alle Formeln. Und ich möchte die Finden-Formel. Und dann drücke ich OK. So, und dann sieht man hier schon, was man eingeben kann. Hier unten ist die Beschreibung dazu. Das heißt, auch für Leute, die sich mit Formeln schwer tun, können hier relativ einfach sich durchklicken und dann einfach nachlesen, wie man es bedient. Und wenn ich hier auf Hilfe für diese Funktion klicke, gerade mal in den Bildschirm hier reinziehen, dann stehen hier auch schon Beispiele mit dazu, wie man das benutzen kann. So, ich weiß jetzt, wie das geht. Ich habe einen Suchtext, und zwar wäre der Klammer auf. Das macht es mir jetzt auch ein Hochkommata, das ich auch selber schreiben könnte, das macht es aber automatisch. So, und dieses Hochkommata suche ich in diesem Text, also klicke ich einfach in die Zeile rein. Und wo soll es anfangen zu suchen? Natürlich ab dem ersten Zeichen in diesem Fall. Ich mache OK. Jetzt haben wir schon hier einen kleinen Fehler. Und zwar liegt es daran, dass ich hier eine 0 getippt habe, aber erstes Zeichen geht natürlich bei 1 los. Für ITler ist es ein bisschen anders, aber ist nur außen vor. So, also, das heißt, an 127. Stelle kommt dieses Klammer auf. Da kommen wir gleich nochmal zu, da müssen wir gleich noch was machen. So, und jetzt möchte ich die Klammer zufinden. Und zwar ist es dann auch hier, die Klammer zu in dem Text. Ich tippe das jetzt mal ohne mich hier oben durchzuklicken, sondern ich kann es einfach so tippen. So, und Text. Und sage dann auch wieder ab dem ersten Zeichen und Klammer zu. Und jetzt sagt es mir, okay, Klammer zu ist das Zeichen 130. So, jetzt weiß ich, ich möchte die Zeichen, die zwischen 127 und 130 stehen. Auch dafür gibt es eine Formel. Wenn man jetzt bei Google eingeben würde, zum Beispiel Teil, Textteil oder so, dann würde man auf das hier stoßen. Teil. So, ich klicke mich wieder hier auf F und X. Und bei Text sage ich, das soll auch A2 sein. Erstes Zeichen, das haben wir jetzt rausgekriegt durch die erste Formel, ne? Das Klammer auf, geht bei Zeichen 127 los. Und Anzahlzeichen sind jetzt logischerweise diese 130 minus diese 127. Weil es geht ja 4 Zeichen lang, ab Klammer auf, 4 Zeichen, oder in unserem Fall sind es jetzt eigentlich 2, 40 nämlich. Diese 40 möchte ich rauskriegen. Jetzt sehen wir schon, hier kommen 3.
Jetzt pass mal auf, was dabei rauskommt als Ergebnis. Hier kommt jetzt also noch eine Klammer davor raus. Und diese Klammer möchte ich ja gar nicht drin haben. Ich möchte rein die Zahl. Woran liegt das? Ja, hier wird eben das erste Zeichen mitgezählt. Das heißt, die Klammer auf ist eigentlich dieses 127. Zeichen. Um das Ganze zu vereinfachen, mache ich einfach plus 1. Und damit habe ich hinten meine 40, weil dann wird die Klammer auf nicht mehr mitgezählt. Und 130 minus 128 sind dann zwei Zeichen, also die 4 und die 0. So, und jetzt habe ich hier meine Zahl. Jetzt kann ich das Ganze hier markieren und klicke doppelt auf die, hier das rechte untere Eck, was so ein bisschen dick ist. Damit wird das Ganze nach unten automatisch ausgefüllt. Und wir schauen, das hört jetzt genau da auf, wo auch meine Daten aufhören. Genau, hier unten Zeile 4687. So, ich gehe jetzt immer her und kopiere mir diese ganze Zeile, mache die eines nebendran und wähle dann hierbei Werte aus. Das mache ich deshalb, damit ich die Formeln loswerde, weil wenn man mit relativ vielen Daten arbeitet und viele Formeln, dann kann Excel je nachdem langsam werden. Und da ich jetzt meine Daten habe, die ich brauche, brauche ich ja die Formeln nicht mehr und lösche mir das und behalte einfach nur die Werte. So. Jetzt mache ich noch eines. Ich habe jetzt alles markiert. Es geht mit Steuerung Shift und Pfeiltaste nach unten. Und jetzt kann ich hier sagen, in Zahl umwandeln. So. Und da ich jetzt weiß, es handelt sich hier um meine Artikelgruppe, tippe ich das mal als Spalte ein. So, und unser Ziel ist eigentlich jetzt für den November und für den Dezember diese Klicks zu summieren. Und zwar nach Artikelgruppen. Jetzt habe ich aber das Problem, das kann ja hier mehrfach vorkommen, die gleiche Artikelgruppe. Also ich sehe es jetzt hier auf Anhieb nicht direkt doppelt, aber ich weiß, dass hier in diesen Artikelgruppennummern, dass hier Doppelungen drin sind. Jetzt machen wir mal uns ein Arbeitsblatt Auswertung. Ich benenne es gerade um. Auswertungen. So. Und ich möchte jetzt keine Doppelungen drin haben. Jetzt kopiere ich mir die komplette Zeile. Füge die hier ein. Und jetzt hat Excel hier oben bei Daten hat es einen Duplikate entfernen. Mache ich OK. Und jetzt sieht man schon, es wurden 4051 doppelte Werte gefunden und entfernt. 436 eindeutige Werte bleiben erhalten. Mache ich OK. Alles gut. Und jetzt sortieren wir mal das Ganze entsprechend nach Größe. Und fängt es bei 3 an. So, und ich weiß, ich will das Ganze nach November summiert haben und ich will das Ganze nach Dezember summiert haben. So, jetzt mache ich der Einfachheit halber auch mal hier eine Formel, die mir den Monat ausgibt. Ich trage mal hier ein, Monat. Und dafür gibt es auch eine Formel. Zack. So, warum steht hier jetzt ein Datum? Weil das als Datum formatiert ist. Das Ganze muss als Zahl formatiert sein. Und ich will die Dezimalstellen noch löschen. Das Ganze fülle ich nach unten aus. Und jetzt vergleichen wir mal, wenn wir hier weiter unten sind, wo der November anfängt, dann steht hier auch 11 drin. Wieder zurück. Wie gesagt, ich möchte ungern Formeln beibehalten, deswegen kopiere ich mir das Ganze eines nach drüben und sage hier wieder nur Werte. Und damit habe ich dann nur die Werte kopiert und Excel bleibt schön schnell, wenn ich damit arbeite. So, und jetzt habe ich im Prinzip, ich habe meinen Monat, ich habe meine Artikelgruppe, ich habe das Datum und hier habe ich die Klicks und jetzt weiß ich, alles klar, ich möchte für die jeweiligen Monate die eindeutigen Klicks und die Gesamtklicks summiert haben. So, ich mache hier gerade noch die Artikelgruppe 1 nach drüben, dass man das besser nachvollziehen kann. So, also hier habe ich meine Artikelgruppe, hier habe ich meinen Monat, hier habe ich die Klicks und hier sind meine Auswertungen. So. Wie werte ich das Ganze aus? Auch dafür gibt es eine Formel, die heißt Summe, wenn's, Klammer auf. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, klickt man hier oben auf F und X. Summe Bereich sind die tatsächlich zu addierende Zeilen. Also, was soll tatsächlich addiert werden? Ich würde sagen, ich fange jetzt mal mit diesen Klicks an, also nicht mit den eindeutigen, sondern mit den Gesamtklicks. So, Kriterienbereich ist der Bereich von Zeilen, die für die jeweiligen Bedingungen ausgewertet werden sollen. Ja, dann fangen wir doch an. Als erstes müssen wir mal auf die Artikelgruppe filtern, weil ich möchte ja nur die von der jeweiligen Artikelgruppe summiert haben. So. Und da habe ich einfach die komplette Spalte angeklickt und bei Kriterienbereich 1 sage ich jetzt, es handelt sich um diese Artikelgruppe. So, und das Ganze muss ich ja jetzt noch filtern nach dem jeweiligen Monat. Also Kriterienbereich ist mein Monat. Und der Wert, auf den es gefiltert soll, den habe ich hier oben drin stehen.
So, jetzt machen wir mal okay. Ah, super, es hat summiert auf 14. Jetzt die meisten werden wahrscheinlich wissen, wenn man hier runterzieht, dann füllt es automatisch die Formel entsprechend aus. Aber in unserem Fall ist das nicht ganz richtig. Also wir möchten, dass, wenn ich das runterziehe, es sich immer auf diese Artikelgruppe links davon bezieht. Und es soll immer sich auf den Monat 11 beziehen. Und das macht es nicht, wenn ich das hier runterziehe. Weil hier habe ich einmal die B1, hier ganz am Schluss, ne? B1. Und wenn ich hier drin bin, habe ich B2. Das heißt, es wird sich hier auf die 14 beziehen. Aber das soll der Monat, wie gesagt, drin stehen. Also muss ich hier dieses B1 noch mit dem Dollar quasi festmachen. Und wenn ich es jetzt nach unten ziehe, dann sieht man, füllt sie auch die Werte korrekt aus. Und hier kann man das gleich machen, wie ich vorhin schon gezeigt hatte. Wenn man hier doppelt auf diesen unteren rechten Punkt klickt, nochmal, zack, dann füllt es automatisch bis komplett nach unten aus. So. Und das Ganze muss jetzt nach rechts noch ausgefüllt werden. Schauen wir mal. Wenn ich das nach rechts ziehe, das stimmt natürlich nicht, weil es hier auch wieder diese Formel dementsprechend anpasst. Jetzt könnte ich das hier auch festschreiben, wie ich das wollte, aber ich zeige einfach nochmal die Formel, wie man sie benutzen muss. Und zwar Summe, wenn's, habe ich mich vertippt, Summe, wenn's, Klammer auf. Also, was ist unser Summenbereich? Unser Summenbereich ist weiterhin diese Klicks. Ich kann während ich die Formel schon eingebe, also wo ich schon fortgeschritten bin, kann ich immer noch mal dieses Fenster aufmachen, um mir zu zeigen, was muss ich benutzen. So, Kriterienbereich. Jetzt machen wir es mal andersrum. Jetzt fange ich nicht mit der Artikelgruppe an, sondern mit dem Monat. Das kann ich nämlich auch machen. So, und Kriterienbereich ist dann dieses C1. Hier setze ich jetzt schon gleich das Dollarzeichen, weil ich weiß, dass der Monat ja wieder konstant bleibt. Und jetzt mache ich als zweiten Kriterienbereich die Artikelgruppe. Also man klickt einfach hier oben auf die Spalte, dann wird der Zeiger auch zu so einem Pfeil nach unten und dann hat man die komplette Spalte markiert. So. Und Kriterienbereich 2 gebe ich dann hier auch A2 an. Mache ich okay. Zufälligerweise sind jetzt gleich viele, es wird sogar bei relativ vielen Artikelgruppen so sein. Wir schauen nachher mal, ob wir da auch unterschiedliche finden. So, nicht zufällig sind es gleich, sondern das ist deshalb gleich, weil ich einfach die Werte dupliziert habe. Das sind ja eh nur Testwerte. Und da habe ich einfach für den November die gleichen Daten genommen wie für den Dezember. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das ändern. Und zwar die 3 kommt ja hier 14 Mal vor und hier 14 Mal. Und wenn ich jetzt herginge und würde für die Artikelgruppe 3 das Ganze mal ändern. Wenn ich jetzt nach 3 suche, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das findet es in jedem Text. Ich habe jetzt gerade mal die Spalte rausgesucht oder die Zeile, wo diese 3 vorkommen. Da haben wir eine hier, in Zeile 80. Und zwar ist das ja auch der Dezember und wir erinnern uns, wir haben im Dezember 14. Und wenn ich jetzt hier einfach diese Klicks erhöhe, machen wir mal 5, also habe ich jetzt 4 dazu, dann steht hier auch logischerweise 18. So habe ich diese Auswertung für den Monat, jetzt diese Artikelgruppen. Nummer ist noch nicht das, was ich am Schluss haben will. Ich kopiere mir jetzt allerdings wieder diese 2 Zeilen und sage auch wieder hier Werte, damit ich eben diese Formeln loswerde. Wenn ihr natürlich eine Excel-Tabelle macht, die ihr ständig aktualisiert und wo sich die Werte auch aktualisieren müssen, dann müsst ihr natürlich die Formel drin lassen. Ja, klar, das brauche ich in dem Fall nicht, weil es sich da um eine einmalige Auswertung gehandelt hat. So, und jetzt habe ich noch einen zweiten Punkt, den ich ganz kurz zeigen wollte. Ich habe überlegt, ob ich ein eigenes Video daraus mache, aber ich denke, das passt jetzt eigentlich ganz gut. Und zwar diese Artikelgruppennummern, die haben auch richtige Bezeichnungen und die möchte ich jetzt automatisch davor einfügen lassen. Wie das geht, zeige ich jetzt. Ja, ich habe jetzt hier noch ein weiteres Arbeitsblatt eingefügt und zwar enthält das jetzt im Prinzip alle Artikelgruppen mit ihren Nummern und ihrem Namen. Und das kann ich jetzt automatisch hier einfügen, wenn ich diese Artikelgruppennummer habe. Und das Ganze geht wie folgt. Ich schreibe mal hier Name. So, und dafür gibt es einen sogenannten S-Verweis, der ist sehr nützlich in relativ vielen Szenarien. Da bringe ich vielleicht noch einen zweiten Webcast zu. So, ich weiß jetzt beispielsweise wieder nicht, wie ich das benutze.
Und zwar schaue ich dann hier wieder nach bei den Funktionsargumenten. Suchkriterium ist der Wert, nach dem Sie in der ersten Spalte der Matrix suchen. Ja gut, erste Spalte. Der Suchwert ist ja die Artikelgruppe Nummer. Also tippe ich mal hier in diese Zeile, weil da steht ja der Wert drin. So, die Matrix ist die Informationstabelle. So, das ist im Prinzip das hier, ne? Und zwar alles. Also markiere ich diese beiden Spalten. Und als Spaltenindex ist die Nummer der Spalte in der Matrix, aus der der übereinstimmende Wert zurückgegeben wird. Das bedeutet im Prinzip, wenn ich hier jetzt eine Tabelle habe, welche dieser Spalten soll dann zurückgegeben werden. Und in unserem Fall wäre das natürlich die zweite, weil da steht dieser Name drin. Also Spaltenindex trage ich 2 ein. Und hier will es noch wissen, ob es nur ungefähre Übereinstimmung benötigt oder ob es eine exakte. Und ich brauche natürlich eine exakte. Und dann mache ich mal OK. So. Und da hat es das Ganze schon. Und jetzt kann ich das Ganze automatisch auch nach unten ausfüllen. So. Und jetzt könnte ich beispielsweise das ausblenden. Format, Spalte, ausblenden. Und jetzt habe ich im Prinzip für unsere Artikelgruppen das ausgewertet, was hatten wir an im November an Downloads und was hatten wir im Dezember an Downloads. Ohne dass ich dafür irgendetwas programmieren muss, ohne dass es sonderlich lang gedauert hätte. Also das Ganze kann man im Prinzip in 2 Minuten machen, wenn man sich damit auskennt. Wenn man sich nicht damit auskennt, dann googelt man ein bisschen, benutzt diese Möglichkeit, sich hier anzeigen zu lassen, wie man die Funktion benutzen muss. Und dann kann das Ganze im Prinzip ohne größere Probleme über die Bühne gehen. Vielleicht noch einen kleinen Tipp. Es kann sein, dass wenn man diesen S-Verweis-Funktion benutzt, dass es die Daten nicht findet. Das liegt dann oft daran, dass die Spalten unterschiedliche Formatierungen haben. Ich versuche das gerade mal nachzustellen. Machen wir mal so vielleicht. Ja, das geht es in dem Fall. Aber wenn das eben nicht gefunden wird, dann kann man auch hergehen und beide Spalten gleich formatieren. Ich würde zum Beispiel mal Zahlenformat machen. Ich lösche jetzt noch 2 Nachkommastellen. Und das Ganze kann man dann hier auch auf Zahlenformat machen oder muss es dann auch entsprechend gleich machen. Und dann wird auch dieser S-Verweis funktionieren. Wie gesagt, das kann manchmal ein Problem sein. Ja, jetzt noch in eigener Sache vielleicht, wenn jemand zuhört, der hier vielleicht Hilfe braucht oder denkt, oh, da habe ich was. Wie gesagt, ich bin seit kurzem selbstständig und würde mir das dann auch anschauen, wenn da Fragen. Ja, leider hat jetzt am Schluss noch der Rest der Audiosequenz gefehlt. Soll jetzt nichts machen. Hier auf dieser Seite findet ihr noch alle meine Kontaktdaten, sei es Xing, Facebook, Twitter und so weiter. Wenn also Feedback oder Fragen oder Vorschläge für weitere Themen oder wenn mich einfach wegen irgendwas kontaktieren will, kann man hier das eben nachschauen. Bis dann!